So, hallo meine Lieben. Heute wollte ich so ein kleines Watch and Craft machen, vielleicht auch für den einen oder anderen ein Tutorial. Gibt es natürlich auch schon, aber relativ selten. Also ist jetzt nicht allzu häufig, dass man das sieht. Und deswegen möchte ich es euch zeigen. Und zwar Hintergründe gestalten mit Seifenblasenoptik. So. Und als Farbe benutze ich hier so meine alte Tattoo-Farbe. Die ist aus China, deswegen kommt die bei mir nicht unter die Haut. Ich habe mir damit schon was gemacht, kratzt auch wie Sau, deswegen lasse ich es bleiben. Haben wohl auch Zertifikat, aber was aus China kommt mit Zertifikat, ist ja jetzt nicht auch unbedingt unbedenklich. Und auf jeden Fall, ja, benutze ich die, weil ansonsten liegt die nur dumm rum. Man kann damit auch Resin färben, aber ja, ich habe davon halt ganz viel. Das war damals ein Tattoo-Starter-Pack mit zwei Maschinen und über 50 Farben. Ja, ist ja auch egal. Man kann auch Distress Ink Farben nehmen. Man kann jede mögliche Flüssigfarbe nehmen, die man zur Verfügung hat. Ob es mit Alkohol Ink funktioniert, weiß ich nicht. Das müsste man mal testen. Aber sonst geht es mit jedem Reinker, mit jedem Nachfüller von Stempelfarbe, mit Druckertinte und, und. Was man dafür braucht, ist natürlich Papier. Ich habe hier 220 Gramm Papier. Das ist ganz normales Druckerpapier. Und ja, habe ich mir einmal in A5 zusammen rechtgeschnitten und einmal in A6 quasi in A4 platt zerschnitten. Dann habe ich halt die Farben. Dann braucht man Wasser, das ist jetzt ganz normales Leitungswasser. Dann braucht man eine Schale. Und in der Schale ist schon Spüli, also Spüli braucht man auch. Und man braucht Strohhalme. Und das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Man nimmt jetzt Spüli, tut es hier in das Gefäß. Am besten ist so ein kleineres Gefäß, weil damit hinterher so eine Wasserblasen, Seifenblasenkuppel entsteht. Und ja, dann Spüli, dann dabei das Wasser. Dann ein Rührstäbchen, geht aber auch ein Pinsel oder irgendwas, was ihr gerade zur Verfügung habt. Einfach nur, damit man den Spüli schon mal so ein bisschen. Das Spüli, den Spüli, das Spülmittel schon mal ein bisschen mit dem Wasser vermischt. Auch mein erstes Mal, also ich weiß selbst gar nicht, wie das so richtig funktioniert. Es kann jetzt auch sein, dass es ein Fail wird, aber dafür teste ich es einfach mal aus. So, und dann glaube ich, tut man sich die Farbe nehmen. Und tropft die da so rein. Ja, also ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber Versuch macht klug. So, dann nimmt man sich den Strohhalm und pustet da rein. So, dann hat man diese Kuppel und dann nimmt man sich ein Blatt und swatcht das hier so drüber. Dadurch, dass die Seifenblasen platzen und die Farbe rein theoretisch mit den Blasen in Verbindung ist, müssten jetzt auch bunte Blasen entstehen. Und wie man sieht nichts. Auch lustig. Tja. Auch interessant, ne? Wenn man einfach mal gar nichts sieht. Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Komm, ich probiere einfach mal mehr Farbe. Ich hab's ja. Das müsste aber jetzt Farbe abgeben. Ja, immerhin ein bisschen was, aber ich glaube, das wird jetzt echt ein Fail. Ach man.
Ach ja, wenn man genügend Farbe nimmt, dann ja, macht halt jetzt ganz zarte Hintergründe. Ja, ein Versuch ist es wert. Vor allen Dingen, es macht ja auch Spaß, dieses Bubbeln. Ja, ist doch ganz cool eigentlich. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Pink bei. Natürlich, das Wasser hat dann irgendwann, das Wasser verfärbt sich halt immer mehr. Das heißt, wenn man jetzt mit mehreren Farben arbeiten möchte, nimmt man sich am besten mehrere Gefäße. Ach, ist das schön. So. Ja, ist cool eigentlich. Also für dezente Hintergründe ist es schon eine coole Sache. Doch, ist schon cool eigentlich. So, was man jetzt noch machen kann, das probiere ich mal aus. Wenn ich jetzt, Moment, ja, mein Stuhl ist halt schwer laut. Ich habe hier Sprühfarbe. Das ist einfach Druckertinte. Wenn ich da jetzt was. Oh, das war wohl nichts. Ich habe mir gedacht, wenn ich da vielleicht was hinspritze, dass das auf den Blasen haftet. Probieren wir trotzdem ein bisschen, was sehe ich, ist auf den Blasen. Jedenfalls platzen die jetzt nicht mehr. So. Oh, cool. Ist doch ein bisschen was auf den Blasen geblieben. Boah, das sieht schon mega geil aus, ne? Boah, mega. Ist natürlich jetzt nicht so spektakulär, also mal spektakulär. Ist jetzt nicht so ein Effekt wie mit Rasierschaumtechnik oder so, aber dezent ist auch schön. Jetzt nehme ich noch mal das hier. Der Fokus, gell? Immer das schöne Spiel mit dem Fokus. So, was könnte man jetzt noch probieren? So, erstmal wegwischen. Ich hatte doch hier jetzt ein Lass das Farbe. Ja, was könnte man jetzt noch probieren? Vielleicht eine andere Farbe. So, was man jetzt noch probieren könnte, ist mal eine andere Farbe. Das sind die Dilutions. Na. Jetzt spritze ich drauf.
wieder ein neues. Boah, cool. Boah, das funktioniert ja richtig gut. Das war jetzt im Wasser, das macht aber nichts. Und wenn man das jetzt pustet, und da jetzt noch mal von der Farbe was drauf träufelt. Boah, das ist auch ein cooler Effekt. Cool, ne? So, jetzt muss ich mich aber beeilen und nochmal pusten. Und Papier, schnell Papier. Boah, mega. Cool. Mega cool, ja, so mache ich es, glaube ich. Einfach Blasen machen und dann die Farbe drauf. Strom lasse ich mal stecken. So. Okay, es war jetzt keine kräftige Farbe. Boah, das ist doch jetzt schon toll. Das kann man jetzt nicht anders sagen.
Mega, oder? Also super. Da die Farbe jetzt, das Wasser jetzt so gesättigt ist vom Lila, müsste das jetzt auch viel mehr Lila abgeben. Da jetzt ein bisschen Pink. Es kommt auch noch mit hier drauf. Ja, mega. Ja, diese Optik mag ich total. Ja, das war's aber jetzt auch schon. Obwohl, komm, ich mache das hier noch. Das hier mache ich noch komplett bunt. Und zwar möchte ich da jetzt ein bisschen Gelb noch bei haben. Ab und zu perlen noch mal Tropfen von den Blasen ab. Deswegen schön mit Unterlage arbeiten. Mega, oder? Mega. Aber ich bin der Meinung, dass hier noch ein bisschen Blau hin könnte. Blau habe ich noch offen. So. Voll cool. Das hier würde ich so lassen, weil ich es schön finde, so, oder? Bisschen lila. So, das hier, das lasse ich aber so, das ist schön so. Ja, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Blätter. Einmal dieses hier. Und je kleiner halt die Luftblasen, desto kleiner halt diese Fleckchen. Dann das, was wir gerade eben fertig gemacht haben. Ne, das war das, was wir. Ach, wir haben ja alle gemacht eigentlich.
gefällt mir aber noch nicht. Ganz radikal. Sind auch relativ sofort trocken. Das, ja, könnte auch noch ein bisschen mehr. Dann das hier. Nee, das habe ich gerade zur Seite gelegt. Aber das hier. Jeder große Fleck ist entstanden, weil da eine große Schaumblase war und ich es weggepustet habe. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann haben wir noch das hier. Ja, vielleicht hat es euch ja gefallen. Vielleicht habe ich euch angeregt, das auch mal zu probieren. Also ich finde, das ist schon eine coole Idee und es geht mit sämtlicher Flüssigfarbe. Und ja, könnt ihr einfach mal ein bisschen rum experimentieren. Ich fand es auf jeden Fall, ich finde es jetzt auf jeden Fall echt cool und für Pocket Letter Hintergründe oder so, wenn man halt wirklich nur ein zart bemustertes Papier möchte, ist das echt empfehlenswert. Und ich bin sowieso so, ich mache sowieso gern so Hintergründe, wie auch Rasierschaumtechnik habe ich mich heute mal ausgetobt. Das ist zum Beispiel eins, was heute entstanden ist. Aber ich zeige die euch mal alle. Und oder Jelly Plate ist halt schon eine coole Idee, Hintergründe selbst zu machen. Gerade auch, weil so Watercolor-Papier teilweise, es gibt ja Watercolor-Papierblöcke, kosten ja auch total viel und so kann man sich halt auch selbst machen, so Effekte und Kartenhintergründe und was weiß ich, kann ja niemals schaden, wenn man irgendwie einen schönen Hintergrund macht. Vor allen Dingen, man kann auch die Farben verwenden, die man halt gerne möchte. Und das ist halt auch ein enormer Pluspunkt. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend, viel Spaß beim Ausprobieren und ja, alles Liebe und Gute. Tschüss!